was wiederholen und willkommen hier zu einem Triple Unboxing Battle auf meinem Kanal. Heute habe ich die drei aktuellsten Serien am Start. Die Matchtag Champions League, die Road to Qatar 2022 und die Matchtags Bundesliga Serie. Ich mache das so, Matchtags wird jeweils ein Pack geöffnet, weil da 12 Karten drin sind. Road to Qatar werden zwei Päckchen geöffnet, dann habe ich zwar insgesamt 16 Karten pro eine Runde, aber dann ist es halt so, ich kann es halt nicht anders machen, es sind, wie soll ich sonst machen? Erklärt es mir oder schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr eine Idee habt, wie ich sonst hätte oder machen können für die zukünftigen Unboxing-Battles. Vielleicht sogar XXL-Unboxing-Battle zwischen diesen drei, XXL-Triple-Unboxing-Battle zwischen diesen drei Serien. Ich würde sagen, wir gehen rein. Favorit ist Champions League. Champions League und Katar. Ich glaube, Bundesliga wird schwer. Wird schwer. Nicht unmöglich, aber es wird schwer. Nicht unmöglich, aber es wird schwer. So, Abfahrt. Wir gehen rein. Zaniolo, Fonzie Davis, Ngungu, Cabral, Brandt, Lo Celso, Mahrez, Rashford. Rakitic, Phil Foden, Arnold, Club 100 und Cassie. Ich nehme Arnold als Club 100 mit, weil es einfach der beste Rechtsverteidiger. Weil es einfach der beste Rechtsverteidiger ist. So. Fertig aus. Fertig aus. Steven Zuba ist nicht besser. Uribe ist nicht besser. Neymar ist besser. Neymar ist besser. Arnautovic, Werner, Courtois, Shaqiri und Granit Xhaka. Ja, erstes. Also ein Pack hat ausgereicht. Und es kommt sogar Ramos. Ramos hätte ich auch gesagt, ist besser. Also es liegt jetzt nicht allgemein nur an Neymar, an Super Neymar. Martinez, Benzebaini, Herrera und Hatim. Ich lasse aber Neymar draußen liegen und das heißt, Lewandowski könnte ihn schlagen. Wenn Lewandowski kommt, sage ich, Lewandowski schlägt Neymar. Wenn Lewandowski kommen sollte. Simakan, Paulinho, Elvedi, Ortega, Julian Green, Muslia, Hofmann, Ilsanka, Toussaint, Youssoufa Moukoko, Joshua Kimmich und Mainka. Also ich hätte Kimmich gegen Arnold den Punkt gegeben. Aber ich kann Neymar, nee, Leute, ich gebe Neymar den Punkt. Es ist das 0:1:0 für die Qatar 22 Serie. Und wen kriegen wir hier? Ist das Lewandowski oder was? Ne, Next Gen Musiala, sehr geil. Ferland Mendy als Chrome, als Crystal Ocampos, Upamecano. Online-Code geht raus an euch. Dann Stefan de Vrij, Juventus-Logo, Lopez, Suso, Dean Henderson, Ziyech und Noble. Es sind jetzt nicht alles. Ja, wer ist denn hier der Beste? Ich würde sogar fast sagen, Musiala ist einfach der Beste. Ja, moin. Musiala ist der Beste. Und Musiala ist besser als. Ja. Eher nein. Bei Harry Kane muss ich eher sagen nein. Da ist Musiala einfach zu jung für, um gegen Harry Kane anzukommen. Hätte ich nicht gedacht, dass hier die Katar-Serie so auftrumpft. Lukaku ist auch dabei. Da kann man sich jetzt die Frage stellen, ist Lukaku besser als Harry Kane? Wenn Lewandowski kommt, sage ich euch, Lewandowski würde den Punkt machen. Weil ich finde, Lewandowski gehört zu der Top 3 mit Messi und Ronaldo. Marc Roca war knapp. Also, Verein war richtig. Komm. Gönn Lewa. No, es ist Müller. Oh, es ist Lewandowski. Tormaschine, Kreis der Besten, Robert Lewandowski. Kreis der Besten, Robert Lewandowski. Tschüssikowski, Harry Kane. Tschüssikowski, Lukaku. Tschüssikowski, Musiala. Tschüssikowski, alle. Es ist das 0:1:1. Ach du Scheiße. Leute, jetzt kann sogar die Bundesliga-Serie das Triple Unboxing Battle gewinnen. Theoretisch. Oder es wird ein komplettes Unentschieden, 1:1:1, und dann müsst ihr euch in den Kommentaren entscheiden. Martin de Runkier, Chukwai, Zielinski, Modric, Böki, Ndidi, Milner. Von den Basekarten her eher Quatsch mit Soße. Gündogan, Vardy, Jude Bellingham, sehr geil, und Zapata, aus meiner Sicht ist Jamie Vardy der Beste.
in my eyes ist Jamie Vardy the best. Ja, wir müssen auch international am Start sein, ja? Wir müssen ja auch ganz klar international die Fans ansprechen. Ibrahimovic, uff. Ist Ibra besser als Dings? Vinicius Junior, Meunier und Muriel? Also es läuft bei der Matchtag-Serie, also Bundesliga-Serie wieder so hinaus, dass ich mindestens, also dass ich einen Lewandowski ziehen muss, sodass die Bundesliga-Serie gewinnt. Ibrahimovic ist der Beste, da kann man sich jetzt streiten, ist Vardy besser oder ist Ibrahimovic besser? Ich würde eher sagen, Ibrahimovic ist besser. Alario. Aber vielleicht müssen wir uns darüber gar keine Gedanken machen, wenn jetzt Lewandowski kommen sollte, dann ist es vorbei. Santiago Ascasibar, Heinz Katterbach und Fabian Holland. Es kommt kein Robert Lewandowski. Das bedeutet, Ibrahimovic macht den Punkt. Ich muss ehrlich sein. Und das heißt, die Katar-Serie gewinnt. Katar-Serie gewinnt auf Platz 2 die Bundesliga-Serie. Platz 3 Champions League. War das zu viel Lob am Anfang des Videos, als ich gesagt habe, eigentlich ist der klare Favorit die Matchtag Champions League-Serie? Kann sein. Kann aber auch nicht sein. Auf jeden Fall, was Fakt ist, Hashtag Bubble, was Fakt ist, es ruft nach einem Wiederholungsmatch. Es ruft nach einer Wiederholung, weil Katar-Serie gewinnt, Champions League hat 0 Punkte, das geht nicht. Das geht so nicht, Leute. Es ruft nach einem Wiederholungsspiel. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Das soll es gewesen sein fürs heutige Video. Ich bin raus und tschüssikowski.